26 habe ich geladen, den fahre ich jetzt nach Neunkirchen, da bin ich demnächst. Richtig gut gesperrt, okay. Ich hoffe, dass das hinhaut für mich jetzt. Okay, das ist schon hier. Ja, in Neunkirchen ist die Backe. Effekt. Und da bin ich den jetzt hin. Er gibt halt Ammo Gas her. Also ich finde das so eine Riesenschweinerei, Freunde. Da wird nebendran hergegondelt und wenn dann die Fahrbahnsperrung kommt, muss ich bremsen. Das finde ich eine riesen Schweinerei. Sorry. Schon wieder ein Aufreger. ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich habe jetzt 10 nach 1. Ich, wie gesagt, eine gute 10 Minuten, Viertelstunde bin ich da. Dann abladen, dann wird es etwa 2 Uhr sein. Dann mal gucken, ob ich dann heute noch einen Bagger in den Zollhafen fahre oder ob ich was anderes mache heute Mittag. Ne? Perfekte Schulauszeit quasi. Ich muss die Backe hier, wie gesagt, tauschen, weil die Karte ist halt. Die Grätsche gemacht und die ganzen Fahrzeuge stehen hier und wollen laden. Ich glaube, vier Sattel fahren hier. Ach ja.
mal gespannt, wie der Parkplatz aussieht. Dann. Aber das bin ich jedes Mal, wenn ich hierher fahre. Noch an, okay. Schon wohl vergessen auszubauen. Wenn die Katze hierher hab, der Bagger läuft doch. Ach hopp. So. Der Bagger läuft doch. Das verstehe ich jetzt wieder gar nicht. Wow, hier vorne ist er mal frei. Heb hoch. Weil der schallt halt den Gang runter, es gibt's nicht. Lässt mich im sechsten Gang hier hoch. Ah, jetzt ja, super. Lässt mich im sechsten Gang hier hochquellen. Was kommt. Ich werde den Bagger wieder mitnehmen und fahre dann wieder über den Hof, lad noch einen Löffel wieder dazu und fahr dann noch runter nach Mainz. So wird es ausgehen. Ich mal fragen, ob ich überhaupt abladen soll. Hallo, Donnerstagmittag haben wir es. Bin gerade losgefahren, bin noch nicht losgefahren, ich bin gerade rausgefahren. Ja, ich sitze in meiner neuen Zugmaschine. Ist ein bisschen anders, sage ich jetzt mal, aber halt nicht viel. Ja, vieles ist
anders angeordnet. Ja, ich habe hier drin nicht mehr so viele Schalter. Jo, ich noch gar nicht geguckt habe. Das ist wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Standklima. Ja, hab ich jetzt eben geholt. Es ist nicht die Styleline-Ausführung. Ja, alles, was hier jetzt quasi schwarz ist, war bei meinem Fahrzeug Silber. Vorne drin der Streifen, hier das war alles Silber. Aber alles gut, ist kein Thema. Ich kann leben damit. Kühlschrank. Oh, der fühlt sich aber irgendwie fester an. Keine Ahnung. Ja. Außen sieht er ein bisschen anders aus. Ich habe Arbeitsscheinwerfer hinten und was ich komisch finde, das zeige ich euch aber gleich, wenn wir mal außen rumlaufen. Das hier ist alles wie gehabt. Ach. Okay. Oder vielleicht auch noch. Eigentlich wollte ich jetzt mal kurz das Bett rausklappen. So, jetzt. Das ist ja gar nicht verriegelt oder was? Das ist mit Gurten jetzt gemacht. Das ist ja doof. Ich bin doof, ich nehme alles zurück. Genauso eingehängt wie davor auch. Hier mit diesen. Das zeige ich gleich. So, da unten muss frei sein. Und dann ist hier auch. So, jetzt hat er mir gesagt, der Kollege bei der Anweisung, ich habe hier einen Topper. Tatsächlich. Mal gucken, ob der Fett passt oder? Ob der hier ohne Druck passt, weil ich bin ja. So. Okay. Kann ich leben damit. Das hier wäre oben, also das Bett oben könnte eigentlich weg sein. Das brauche ich eigentlich nur als Ablage. So sieht es dann aus, wenn das Bett unten ausgeklappt ist. Ich habe ein Soundsystem drin, sagt er. Ich hätte einen Subwoofer hier irgendwo hinterm Sitz. Okay, Massagefunktion hat er auch nicht. Wie gesagt, es ist einiges ein bisschen anders. Aber ich roll mal kurz wieder weg hier. Ich habe auch noch die Schuhe an, dann da an. Aber gut, das wird eher alles anders werden. Hier ziehe ich einfach. Ja, und das hier bleibt so. Alles gut. Ansonsten ist alles eigentlich wie gehabt. Ja, ich habe hier dieselben Fächer. Alles wie im alten Fahrzeug. Funkgerät gibt es eine Neuerung. Die haben jetzt Wuchs. Ja, das heißt eine Freisprecheinrichtung. Hier ist ein Spiegel drin, aber das ist ja Mercedes Standard quasi. Hello. Ja, das war's innen drin. Das sind zwei Bilder vom Dicke und seinem neuen LKW. Sitze sind ein bisschen anders bezogen, also ist
Wie gesagt, ist halt nicht die Styline-Ausführung. Aber alles gut. Das hier hinten ist das Staufach von außen. Die Luftpistole fehlt auch. Okay, die nehme ich mal aus dem alten Fahrzeug mit raus. Ja, das hier ist eine Ablage. Das kann man doch hier rausziehen. Genau, das hier ist eine Ablage, die kannst du auch aufs Lenkrad legen. Ah ne, die Luftpistole ist hier. Okay, alles gut, sorry. Ja, die hängst du dir so aufs Lenkrad. Dann kannst du schreiben, essen, malen. Keine Ahnung. Die ist hier dabei. Ist eigentlich auch schon alles Standard. Moment, ich muss kurz. Gleich hier hoch machen. So, mal das hier wieder rein. So, das einmal. Hoppla, boing, zu. Sitzverstellung. Ja, meine hat hier, wenn ich hier oben war, noch ein Schalter. Ja, wenn ich da drauf gedrückt habe, dann war eine Massagestellung. Ja. Hier unten sind zwei Schubladen und hier liegt der neue Wammes rum. Sorry, hab jetzt alles einfach reingeschmissen. 4 Schlüssel, okay. Okay. Alles gut. Also bitte, das ist alles wie gehabt. Ja. Jo. Ich muss gerade mal gucken. Ich gehe mal kurz raus. Das hier brauche ich anscheinend nicht mehr. Fahrzeugnummer, keine Ahnung. Jo. Ja, das hier ist die Vox-Taste, ne? Weißt du, wenn du das Funkgerät anmachst. Vox ist dann wohl die Freisprech. Wir rufen jetzt an. Augenblick. Ah ja. Boah, schon die echte Macke drin hier. Guck mal. Da ist der Dreck. Scheint nur Dreck. Diese neu. Wollte ich sagen. Der Lampebügel ist von drauf. Ich dachte, das darf ab Werk gar nicht sein. Diese neu. LEDs habe ich dran. Jo, das Kind sieht aus wie immer. Mehr gibt es dann unter der Woche. Eins habe ich noch total vergessen. Da muss ich noch kurz loswerden. Moment, kann sein, dass gleich die Musi losgeht. Die Ladeschale oben, die gibt es auch nicht mehr. Hier war immer eine Handy-Ladeschale. Die ist, ja, die hat er halt auch nicht. Achtung, ich blinke, das ist doch mal cool, oder? Das ist doch mal cool, was doof ist allerdings, er hat einen Gurtwarner, wenn ich den Gurt nicht anhab und dann macht der Rambo. Ja, das ist nicht doof, das ist schon sinnvoll. Ja. Baller jetzt mal nach Hause. Weiß nicht, ob ich noch was arbeite heute. Es ist halb 3. Ein bisschen mehr wie eine Stunde brauche ich nach Hause. Ja.
werde noch umsatteln zu Hause. Ich werde die große Tieflader, das werde ich mit Sicherheit machen noch. Und morgen wird dann, morgen geht es weiter mit Kietrich. Das bin ich mir relativ sicher. Die KMC und der 938. Ja. Wie gesagt, es gibt mehr, wenn es dann fertig ist, das Fahrzeug. Also es kommt nicht mehr viel dran, es kommt nur noch der grüne Balken und vorne hätte ich gern, Blitzer darf ich ja nicht mehr, ich hätte gern von den kleinen rund Umlichter vorne dran. Müssen wir mal gucken, ob die schon da sind. Jo, mehr weiß ich nicht, was ich noch sagen soll. Werden wir alles sehen, dann mit der Zeit. War ich draußen und wollte gucken, ob ich wirklich eine Liftachse dran habe oder ob die nur entlastet. Die entlastet nur. Alles gut. Bis gleich. Jupp. Also die ersten, ich muss mich da wirklich extrem umgewöhnen, sage ich jetzt mal. Obwohl es eigentlich dasselbe Fahrzeug ist. Ja. Ich bin immer noch, wenn ich irgendeinem Fahrzeug zu nahe komme, ich mache ein Tempomat aus und ziehe retardet. Aber das brauche ich, wie gesagt, bei dem gar nicht. Der hat ja den Abstandstempomaten drin. Das macht ja alles von alleine normalerweise. Ja, wenn der Tempomat drin ist, der sieht so aus. Und noch ein richtig cooles Feature zeige ich euch gleich beim Abfahren. Das habe ich eben schon zweimal probiert an der Autobahnkreuze quasi. Ja, also das finde ich richtig gut. Das macht der Alte auch nicht. Die Fahrschule hat jetzt 70 Meter Abstand vor mir, der regelt jetzt automatisch runter. Ich trete nicht auf die Bremse, ich mache gar nichts. Ja. Der Huf ist hier, jetzt gibt er wieder Gas. Macht er alles von selbst. Ja. Schauen wir mal. Wie gesagt, es wird noch ein paar Tage dauern, bis der soweit ist, dass ich ihn dann einsetzen kann. Dann fehlt auch noch ein Gutachten, da weiß ich nicht, wie weit es ist. Einfach nur ein Gutachten, dass ich mit dieser Zugmaschine weiterhin meine Ausnahmegenehmigungen nutzen darf. Weil das ist die absolut baugleiche Maschine, wie der vorher halt auch war. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit das ist. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich das für mein noch aktuelles Fahrzeug auch habe. Da muss ich mal ein bisschen Abstand gewinnen da. Ansonsten kann ich das nicht richtig zeigen, was ich jetzt gleich zeigen will. Aber ich werde ja eh schon wieder langsamer hier. Jetzt fahren wir wieder 80. Alles gut. Was ich schade finde, ja, ich kann den Tempomat, ich kann das nicht mehr auf Null stellen quasi. Ja, ich bin jetzt leer, ich muss dann mal gucken, wenn ich mal geladen habe. Ja, ich hatte immer Senkenschwungspitze, so heißt es. Senken, Schwungspitze und untere Geschwindigkeitstoleranz. Das hatte ich immer aus, weil mit 60 Tonnen oder so, das macht keinen Sinn. So, sind wir gleich an der Ausfahrt. Also
wie gesagt, der Alte hat es nicht gemacht. Das haben wir auch eben in der Schulung, die wieder sehr informativ war. Finde ich immer wieder klasse. Nach 800 Metern. Schnalle halt doch die Kusch. Ich weiß es doch. So. Jetzt mache ich hier etwa zwischen 200 und 300 Meter. Blinke ich und ziehe einfach nur mal Retarder rein, Retarder raus und er bremst wieder. Ohne dass ich irgendwas machen muss. Guck, ich hab die Hufe weg, ich habe keinen Retarder gezogen. Ich mach gar nichts und er fährt jetzt so, ohne dass ich irgendwie wirklich mach nichts. Das finde ich schon geil irgendwo. Am Ende der Straße biegen Sie links. Doch die Kusch. Das muss ich noch ausstellen. Ja, mach. Guck, die Hufe stehen hier. Gar nichts macht er. Biegen Sie links ab. Ja, so, komm, so stark bremsen muss ich jetzt halt auch nicht. Ja, das ist halt alles noch ein bisschen Einstellungssache, da muss ich noch ein bisschen warm werden damit. Aber ansonsten finde ich das schon geil. Hallo am Freitagmorgen. Heute wieder Tagesgeschäft. Hab gerade umgesattelt, Vierachser aufgesattelt und heute Morgen Kietrich räumen. Ja. 938 geht rüber nach Wiesbaden und der KMC geht hierher auf den Hof. Der hat Montag kommt, glaube ich, die Monteure von der Hitachi und machen Wartung an dem kleinen. Gerade mal einspuren. Ja, das ist das, was ich heute mache. Ich habe ganz ehrlich wenig Lust auf Kietrich. Aber gut, dann wird es hoffentlich fertig sein. Schauen wir mal. Ja, jetzt fahren wir erstmal wieder Kietrich durch. Es ist Glück vor 8. Hoch auf den Berg muss ich, wo man das Gebäude sieht hier zwischen den Häusern. Da müssen wir hin. Danke. Da müssen wir hin. Von Ihnen, ne? Natürlich super optimal.
dann später nochmal hin. Wie gesagt, der 938 lade ich hier, den fahre ich nach Wiesbaden rüber. Dann komme ich wieder her und lade KMC. Arm ist wohl schon weg. Das rauscht hier nicht mehr, glaube ich. Ja, gut. Also weiter, Kollege. Günstig getroffen. Es ist immer schön hier durch. Eigentlich fahre ich hier lieber ganz früh morgens oder ganz spät abends. Eigentlich. Weil dann ist gar nichts los. So, letzte Engstelle und dann haben wir es auch schon wieder gepackt. Danke. Mache ich jetzt heute noch dreimal. Noch einmal hoch und zweimal wieder raus. Vorne beim Abbiegen werde ich die Fernbedienung brauchen, nicht ohne gehen. Gucken, wie es da aussieht. Wird clever. Ich denke, es wird wieder sehr viel los sein. Kommt mal keiner runter, ne? Ob ich das richtig sehe.
kurz. Mal gucken, ob ich drehen kann. Dass ich zuerst drehe. Auf den Bagger später drehen, das wird wieder scheinen. Ob ich überhaupt drehen kann. Hochschalten brauchen wir gar nicht. Hier habe ich schon öfter gedreht. Lustig wird's. Voll der Eimer um. Machen wir den Eimer um. Ich bedenke, dass das hier nichts wird. Nach oben, Michel. Ah, jetzt sind wir bei am Eimer. Ach je. Dass ich vorne aufsetze jetzt. Scheinbar geht's. Mal hier noch um die Kurve da vorne. Und dann stelle ich mal noch ein bisschen gerade. Ist ein relativ gerade Weg, da kann ich dann kurz stehen bleiben, falls niemand kommt.
und so hoch. Ne? Ich dachte, ich wäre höher hinten vorne. Wird es jetzt auch nicht sein. Mal gucken, wie es hier ausschaut.
viele parkende Autos sehe ich hier vorne schon wieder. Schade finde, das war immer schön frei. War hier die Baustelle und hier links auf der Seite war immer alles wunderbar frei. Aber das hier sieht auch gut aus. Muss man durchkommen, das steht hier natürlich. Ja, rechts habe ich Platz. Nee, man weiß es nicht. Man ist anscheinend gegen alle absolute Halteverbote, absolute Parkverbotsschilder ist man anscheinend resistent. Keine Ahnung. Das war knapp eben dahin. So, dass da keine Zeiten stehen würden. Aber ich glaube, da werden das erste Mal einige Fahrzeuge weggeschleppt werden müssen, bis das greift. Okay, der hier kommt anscheinend auch weg. Der Block. Jetzt wieder eben so eine Situation, ja, eigentlich eine recht einfache, schon 100-mal gemacht, aber du bist dann mit den Gedanken bist du nicht bei der Sache, weil du dich mehr oder weniger ärgerst. Nicht geguckt hätte, wenn mir nicht einer hier von rechts auf die Backe geschlagen hätte. Was ist denn das? Okay. Alles gut. Ja, dann hätte ich wohl nicht hier reingeguckt. Dann hätte ich den Bus wahrscheinlich rasiert. Wahrscheinlich. Also der geschlafen. Wie kann man so parken? Ich frage mich das, also egal, ist halt wie es ist. Da noch oder da noch nicht? Mal kurz telefonieren. Augenblick.
Bleibe ich kurz stehen wieder, mache das, hebe mein Kiefbett ein bisschen hoch. Kann man ein bisschen auf die Seite, dass der Kollege dann vorbeikommt. Müsste nochmal passen. Oder, ich hoffe doch, ist es gezogen. Anheben. Bus hier sehe ich keinen. Keins. Komm, fahr durch. Hopp, das reicht dir doch, oder? Ich fahr doch einen Panzer durch. Gut. Wir können es hochheben. Halt im Moment die Tür aufgemacht. Profi. So. Ja, ich echt mal gucken. Bordstein. So, ja. Mal versuchen, dass ich hier ohne gleich gedreht kriege. Links wäre ja Platz, ne? Sollte auch trocken, sollte relativ fest sein. Ob ich da nicht vorwärts reinkäme. Fahre ich rückwärts wieder raus oder fahre ich rückwärts rein und fahre vorwärts raus. Weiß es halt nicht. Versuch macht klug. Ich aufsetze irgendwo, ich mich hier festfahre vielleicht sogar gleich. Alles macht gut aus. Die Verbindung halt vom Tieflader, das ist halt das große Problem. Ja, stehe ich hier drin im Loch, ne? Stehe
ich hier drin im Loch mit der letzten Achse. Muss ich noch hochheben? Nö, wollte doch. Das rollt doch. Okay, ich sitz auf. Na, schalt, komm. Nee, schlecht als recht, ne? Immer kurz raus.
So, abgeladen. Ich werde jetzt nochmal versuchen, ein Stück vollzuziehen. Gerade. Ich nehme noch eine Fahrstellung und dann
da vorne eh nicht durch. Jo. Jetzt klappt es auch. So, ein bisschen gerade legen. War schon wieder zu viel. Ja. Wieder so frei. Vorne fährt alles auf die linke Spur. Warum, weiß ich jetzt nicht. Okay, Schwertransport, hopp. Hoffentlich passe ich da vorbei. Die machen alle gar zu langsam da vorne. Das kann eigentlich kann das nicht gut gehen. Ich könnte echt brechen. Ich weiß nicht, warum der Kollege sich so breit macht. Da.
wegen dem. Und die Ölspur siehst du schon, bevor, beziehungsweise die geht schon Sandhofen auf die Autobahn. Also muss der Schaden oder was weiß ich, Motorschaden muss ja schon davor spürbar gewesen sein. Naja. Sagenhaft. Also, ob ich da vorne rauskomme, ich glaube es war hier nicht. Und ich mache jetzt vorne das Tor zu, Kollege. Der Akku ist leer vom Mikrofon. Hier steht die Mühle. Sorry. Jetzt haben die dicke Finger vorne dran. Voll jetzt nach Hause. Da laufen schon wieder Leute hier drin rum. Ne? Wie gesagt, ich mache jetzt das Tor zu, wenn die halt hier drin sind, sind sie halt hier drin. Mir relativ egal. Haben hier drin nichts zu suchen. Betreten für Unbefugte verboten. Steht extra dran am Tor vorne. Ja. So, ja, ich hole jetzt nach Hause. Ich denke, es wird 19 Uhr, bis ich zu Hause bin. Mache ich das Tor zu oder mache ich das Tor da vorne zu? Mache ich das Tor da vorne zu, glaube ich. So, daneben kommt man ja nach Hause. Augenblick. So. Ich versuche den normalen Weg, also den Weg, den ich immer fahre, nach Hause zu fahren. Ich hoffe, dass die Autobahn frei ist. Meldung Motor gestellt habe ich immer noch. Ja, ich hoffe, dass das klappt, dass ich da nicht noch stehen bleibe unterwegs. Keine Ahnung, wie gesagt, nach Hause. Mach auch Schluss jetzt. Also rot, ne? Oder? Also rot, ja. So, mach auch Schluss jetzt. Dankeschön, dass ihr mir wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, das gibt eine halbwegs interessante Folge. Fahrzeugabholung wollte ich mehr filmen, aber wie gesagt, es war ja der Vorraum, wo die ganzen alten Oldtimer standen und diese Zugmaschine, die
wo man in der Mitte quasi, die in der Mitte geteilt war zum Durchlaufen. Das wollte ich alles filmen, ja, aber das war halt nichts da. Draußen durfte ich nicht filmen, außerhalb vom wie heißt es, Kundencenter oder so. Ja, also im Werk. Wenn, dann durfte ich nur in diesem Kundencenter filmen und ja, da war halt nichts. Da war halt nichts. Dann ja, ich hätte es sehr, sehr gerne gemacht. Ja. Vielleicht beim nächsten, wobei der nächste wird kein SLT mehr werden. Bin ich mir auch relativ sicher. Dann kann ich auch freitags mittags bei Zeit nach Hause kommen und kein Mensch stört sich dran. Und kein Mensch stört sich dran, wenn ich um 2:30 auf dem Hof stehe. Und so einer wird um 2:30 nochmal weggejagt. Ja, ist halt so. Alles gut. Jo. Schweife schon wieder ab. Ne? Das ist auch was, der sich sehr gut kann. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Bis denn. Ciao.